digitale Medien denken und die sichere Nutzung. Was ist Ihnen da in Verbindung mit Jugendlichen besonders wichtig? Also ganz wichtig ist mir, dass die Jugendlichen nicht nur einfach die Technik beherrschen und so ein Gerät bedienen können, sondern dass sie auch wissen, wie so ein Gerät funktioniert. Und wenn man weiß, wie ein Gerät funktioniert oder wie Algorithmen und so weiter funktionieren, dann erkennt man auch, dass da vielleicht auch das ein oder andere Problem drin ist. Wenn ich beispielsweise meine Daten einfach so, meine persönlichen Dinge ins Netz stelle, dass da andere auch was mit anfangen, was mir vielleicht überhaupt nicht recht ist. Was wird denn hier angeboten, was in diesem Punkt helfen kann? Ach, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Also wenn ich das in den Unterricht einbinde, auch an den Smart Schools, die jetzt hier vorgestellt worden sind, dann gehört das halt auch dazu, dass man diese Dinge erklärt. Oder ich finde auch den Minicomputer, der da jetzt vorgestellt worden ist, das ist natürlich ein Mittel, um wirklich zu lernen, wie programmiere ich. Also ich glaube, es ist schon richtig, dass das Codieren eine Technik ist und eine Sprache ist, die man in der modernen Welt in der Zukunft zumindest in Grundzügen beherrschen sollte. Was muss denn konkret in Schulen, aber auch in Familien noch so alles passieren, um das zu fördern? Also in den Schulen, natürlich müssen die Lehrer auch fit sein, denn wenn ich gut unterrichten will, dann muss ich natürlich selber auch was von der Sache verstehen. Und das passiert auch zunehmend, dass die Lehrer entweder bringen sie selber schon mit, wenn sie jünger sind, oder dass sie eben auch gute Fortbildungen bekommen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, die Eltern damit einzubinden. Das können zum Teil die Kinder selber machen. Ich habe viele, viele Bekannte, wo die Kids den Eltern beibringen, wie IT funktioniert und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist etwas, was man in den Schulen auch bis in den Elternabende und so weiter mit hineintragen sollte. In Ihrer Familie, in Ihrem Freundeskreis, ist Datenschutz da ein Thema? Ja. Das ist eigentlich, also mein Gefühl ist, dass es bei den Eltern vor allem ein Thema ist. Ich hoffe, dass es auch in den Schulen zunehmend ein Thema ist. Und wir sagen immer auch, ich glaube, man muss auch seiner Klasse beispielsweise sagen, das Internet ist etwas, wo jeder von uns auch mitwirken kann. Und das kann man nicht einfach, darf man auch gar nicht denen überlassen, die damit irgendwas Böses machen. Also wenn Mobbing gemacht wird im Internet, dann finde ich, sollten auch Mitschüler sagen, nee, so geht's nicht. Verstehen Sie? Und miteinander drüber reden, auch mit den Lehrern drüber reden. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Wie hätten Sie sich denn früher eine perfekte Unterrichtsstunde vorgestellt mit dem Einsatz digitaler Medien, wenn das damals schon so gewesen wäre, wie es heute ist? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich finde so toll an den digitalen Medien, dass ich aus dem Klassenzimmer heraus in ganz andere Welten eintreten kann. Wir haben gestern so ein ganz nettes kleines Beispiel gehabt. Da hat ein Lehrer im Erdkundeunterricht gesagt, wir gucken jetzt mal, wo kommen eigentlich unsere Biotomaten aus Spanien her. Und dann sind die wirklich über Google Earth und Street View und so weiter an die spanische Küste gegangen und haben sich die Gewächshäuser angeguckt. Und das sind einfach tolle Sachen, wo man so vieles noch viel anschaulicher machen kann, als das zweidimensional in einem Buch der Fall ist. Wobei ich Bücher liebe und ich hoffe zugleich, dass wir auch in 10 Jahren beides weiterhin haben werden. Schöne Bücher und super tolle Angebote im Digitalen.